Ja, hallo, Freunde der guten und besten Zeitung und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zum City Car Driving 2.0. Lange war es auch hier in meiner Richtung ein bisschen ruhiger gewesen. Ich hatte ja in den letzten Wochen und Monaten immer ganz gerne über den City Car Driving 2.0 berichtet, besonders hinblickend auf womöglich noch September 2024. Dort soll ja endlich der Early Access erscheinen, aber in den letzten Wochen habe ich mich gar nicht mehr allzu viel rumgeschert, denn die Entwickler und gleichzeitig Publisher Forward haben mehr oder weniger zu ihren Entwicklertagebüchern ganz gerne mal Videos hineingepackt, in dem so ein bisschen die Entwicklung gezeigt worden ist, wie Bäume aufgestellt worden sind, wie es im Endeffekt zu neuen Bereichen kam. Das war alles ziemlich interessant gewesen, aber wirkte zum einen so ein bisschen wie, okay, wir wollen die Lücke der Tagebücher aktuell füllen und so richtiges Gameplay-Material haben wir nicht. Das hat sich aber jetzt, man muss dazu sagen, vor knapp 2 Wochen schon geändert, denn es kam endlich ein neues Video und das zeigt endlich mal City Car Driving 2.0 in weitaus größerer Länge als ein paar Sekunden, nämlich in 2 bis 3 Minuten, wie die Entwickler mit Lenkrad, und das zeigen sie sogar mitten im Video auch, mit Lenkrad durch die Gegend ein wenig dahin gleiten. Und ich würde mir ganz gerne mit euch gemeinsam das Ganze mal anschauen. Ich würde es jetzt hier einfach mal laufen lassen und nebenbei mal ganz kurz vorlesen, was die Entwickler denn dazu jetzt so ein bisschen geschrieben haben. Während des Spiels können Sie sehen, dass die Autoanzeigen auf dem Armaturenbrett angezeigt werden, sodass Sie in den Early Access Versionen des Spiels bequem ohne HD in der ersten Person spielen können. Was halt heißen soll, dass wir auch ohne HD spielen können, denn die Geschwindigkeit und so die Drehzahlmesser, die laufen alle fleißig mit. Ich werde gleich nochmal selber separat auf das Video so ein bisschen reagieren, aber erstmal lassen wir es mal laufen und gucken, was die Entwickler dazu schreiben. Zusätzlich für den Tankstellen und Autowaschern lang, die an den vorigen Protokollen angezeigt wurden, können Sie eine Tankstelle aussuchen, um Ihr Auto zu reparieren. Wie wir in den Antworten auf Fragen gesagt haben, wird es im Early Access keinen Schaden geben. Aber funktional werden die Autos beschädigt und müssen nach Unfällen repariert werden. Das heißt, keinen optischen Schaden, aber so an sich von der Funktion her soll ein Schadenmodus geben. Und für die Zukunft haben wir die Mechaniker für die Implementierung eines vollständigen Schadenssystems festgelegt. Neben Breitstraßen haben wir immer wieder betont, dass unsere Stadt im Vergleich zum ersten City Car Driving überwiegend enge Straßen hat, auf denen man niedrige Geschwindigkeiten fahren muss. Darüber hinaus haben wir Durchfahrtshilfe, was beim Fahren auf Straßen mit Geschwindigkeitsbegrenzung Zeit spart. Oder es hilft, den Umweg über einen großen Teil der Stadt zu vermeiden. In unseren frühen Protokollen haben wir bereits den Fortschritt bei der Arbeit mit der Kamera geteilt, aber im GIF-Format stehen wir bisher am Scheideweg. Wir werden die Kamera wechseln und uns mit Hilfe der Maus umsehen. Es funktioniert auch in der ersten Person. Zusätzlich zur Maus können wir die Kamera nach links oder rechts drehen, indem wir es dafür vorgesehenen Tasten drücken, wie in den anderen Autosimulatoren. Und während das Video die letzte Fahrt durch die Stadt zeigt, lassen Sie uns ein paar Dinge beachten. Erstens, wir sind uns bewusst, dass nicht all unsere Protokolle nützliche Informationen enthalten können. Wir wollen jedoch nicht verschweigen und die Protokolle sind eine Art Bericht an die Community und über die geleistete Arbeit. Zweitens, wie immer stellen wir fest, dass die Benutzeroberfläche des Spiels nicht in den endgültigen Formen und Qualität und in der Arbeit Sounds ist noch im Gange. Daher sind sie in diesem Video nicht vorhanden. Drittens, unser Team ist mit der Qualität der Rückspiegel nicht zufrieden, wir machen sie besser. Dies ist nicht die endgültige Entscheidungsbild der Grafik im Allgemeinen. Und zu guter Letzt, was das Video angeht, wir haben Boostgator deaktiviert. In unseren zukünftigen Protokollen werden wir es Ihnen ausführlicher erzählen und zeigen, wie es funktioniert. Und das ist alles. Danke fürs Zuschauen, die Protokolle werden alle 2 Wochen veröffentlicht, verpassen sie nicht. Ja, das war im Endeffekt so ein bisschen die kleine Einleitung zum Video gewesen und ich würde mal sagen, wir gucken uns das Ganze nochmal separat an. So, also auf alle Fälle sehen wir schon mal, dass wir oben links auch so ein bisschen den Beweis haben, dass das Ganze hier auch mit Lenkrad laufen soll, was ganz hübsch auf alle Fälle ist. Also ist schon mal ein kleiner Indiz dafür, dass man auch hinblickend darauf hinarbeitet. Witzig irgendwie auch zu sehen, wie das ist so richtig altbackener Schreibtisch. Aber okay, ja, wir hatten es glaube ich schon öfters so ein bisschen angesprochen, dass der City Car Driving 2.0 zwar mit der Unreal Engine 5 später laufen soll, aber eine ganz eigene Grafik so ein bisschen an sich hat. Wie gesagt, die Auflösung A ist natürlich jetzt nicht original. Wir haben hier gerade mal nur Full HD Auflösung bei YouTube und dann nehme ich das Ganze mal ganz provisorisch über OBS auf, um einfach mit euch gemeinsam darauf zu reagieren. Das Interieur sieht aber sehr knackig scharf aus. Wie Sie schon angesprochen haben, der Spiegel, lass mal kurz mal weiterlaufen. Ja,
der ist natürlich jetzt in keiner Weise perfekt. Der läuft wahrscheinlich doch mal mit weitaus weniger Bildwiederholung. Wir haben, hat man gerade kurz links gesehen, das werden wir auch gleich mal wieder sehen, auch Fußgänger, die sind auch schon mit dabei. Da sehen wir wieder ein paar. Ich glaube, teilweise haben die echt nur ein Bikini an. Ja, und hier ist die Werkstatt. Hier können wir später unseren Wagen reparieren. Also aktuell, so wie ich es verstanden habe, nur funktional. Wir sehen auch oben links, dass vieles hier mit der, guck mal, da, mit den Tasten belegt werden kann. Ganz schön. Hier wird dann auf Tastatur und Maus zugegriffen, wenn hier ein bisschen was repariert werden soll. Interessant wird vielleicht auch später sein, wie es denn optisch mit Schäden aussieht. Das soll aber angeblich auch später kommen. Ja, wie gesagt, und hier haben wir Passanten. Auf der rechten Seite sehen wir das. Die Stadt wirkt im Hintergrund natürlich ein bisschen karg und lieblos, weil aber auch, glaube ich, der Himmel aktuell in der Version noch nicht so richtig existiert, also keine Wolken oder so ein richtiges Detail. Generell auch wirklich hat natürlich so ein bisschen lieblos und kahl und sehr kontrastarm, aber so teilweise die Lichtverhältnisse hier zu den Bäumen, da haben wir es gerade eben gesehen, wie gesagt, sorry, das ist jetzt gerade alles über OBS hier. Hier zum Beispiel, das sieht ja, da sieht man schon so ein bisschen, dass auf alle Lichtverhältnisse herrschen. Also es ist schon alles ganz in Ordnung. Wie gesagt, das ist jetzt hier so ein bisschen die engen Straßen. Mir wäre es ja persönlich auch wichtig, wenn wir halt wirklich hier einen guten Fahrsimulator haben. Der muss über mit Grafik glänzen, das wäre immer ganz schön. Hier der Busch könnte ein bisschen detaillierter sein. Das wäre alles doch ganz schön. Hauptsache einfach nur fahren. Und das sieht aber jetzt ja auf den ersten Blick schon mal gar nicht so verkehrt aus. Also mit dem Lenkrad macht es schon mal einen guten Eindruck. Ja, hier haben wir natürlich jetzt die Kameraperspektiven. Wir können das Third Person fahren, wir können da First Person fahren. Wir können aber auch, wie ihr gleich sehen werdet, wahrscheinlich hier die Kamera drehen. Wie gesagt, Detailgrad der Qualität und so, das werden wir erst später so ein bisschen bekommen. Deswegen so richtig dolle, schöne Schattenbildung von den Fahrzeugen ist das auch nicht vorhanden. Aber es ist schon mal ein bisschen mehr als nur die Entwicklertagebücher. Was ganz interessant ist, war es ein Taxi gewesen? Weiß ich jetzt ja nicht. Nö. Also, das ist halt doch alles natürlich sehr ausbaufähig. Aber ich bin froh, dass wir endlich mal solche Materialien bekommen haben, weil ich habe mir schon so ein bisschen meinen Gedanken gemacht hier. Die hat irgendwie nur Unterwäsche an, die junge Dame hier zur rechten Seite. Warum mir das sofort aufgefallen ist, ich weiß es nicht. Vielleicht für all diejenigen, auch generell wegen den Fahrzeugen und so, der ZTK 3.2.0 soll genauso wie sein Vorgänger auch damit umfangen glänzen, dass ihr eigene Fahrzeuge mit ins Spiel reinbringt. Generell vielleicht auch am Spiel ein bisschen was moddet, wenn ihr Lust habt. Also da bin ich auch mal so ein bisschen gespannt, wie das Ganze hier laufen soll. Es soll mehrere Karten geben. Es gibt auch später die Möglichkeit, über Mods oder mit Modding eigene Karten und eigene Welten zu errichten. Also das ist jetzt hier nicht das Ende der Fahnenstange. Da müssen wir nicht auf die Entwickler warten. Aber wie gesagt, erstmal der Early Access. Da ist es alles so ein bisschen das, ja, wie ihr es ein bisschen kennt, das grobe portionierte Spiel kommt dann nach und nach immer ein bisschen mehr dazu. Aber einiges an Fahrzeugen haben wir hier. Wie gesagt, man muss aber fairerweise auch dann sagen, es ist die Vorabversion, aber ihr müsst euch immer gewiss sein, dass dieses Spiel halt ein reiner Fahrsimulator ist. Das soll er ja einfach sein, dass wir halt einfach hier gleich von A nach B herumkurven, auch ein paar Missionen absolvieren, aber hier geht es im Endeffekt nur um das gute Fahren und das Fahren an sich, wie ja, es beim Simulator ist, ein bisschen näher zu bringen. Das ist quasi der City Car Driving 2.0. Ich bin auf alle Fälle da gespannt, was uns da noch erwartet. September 2024 soll ja der Early Access erscheinen. Das macht es mit dem Video auf alle Fälle schon mal glaubwürdiger. Ganz darauf verlassen würde ich mich jetzt nicht. Die hatten ja eigentlich schon für Anfang des Jahres, so März, April, das Ganze angekündigt. Haben sie aber nach hinten verschoben in ein paar Monate. Jetzt ist es September 2024. Jetzt haben wir immerhin schon Mitte Juli. Also so in knapp zweieinhalb Monaten kann das Spiel in dem Sinne auch schon erscheinen. Wir wissen natürlich auch nicht, welche Vorabversion das war. Vielleicht ist dieses Video geführt, als wir es aufgenommen haben. Auch schon zwei, drei Monate zurück, bevor sie es jetzt hier oben ins Tagebuch veröffentlicht haben. Wie gesagt, könnt ihr gerne vorbeischauen, Link ist in der Videobeschreibung, soll später vielleicht wohl möglich auch mal für die Konsolen erscheinen, aber erst einmal ist jetzt die Early Access Phase, danach kommt die noch lange wahrscheinlich Entwicklungsphase. Ich denke mal, der City Car Driving 2.0, der wird sich über ein ganzes Jahr locker ziehen, bis dann die Vollversion kommt. Freunde, das war's gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen und mal gucken, wann wir von an der Qualität hier zum Trailer hier so ein bisschen herankommen. Das sieht ja natürlich weitaus ein bisschen schöner und detaillierter aus. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.